Aus 25.000 einzelnen Steinchen will der Westersteder Künstler Rodi Khalil ein Mosaik wieder aufleben lassen, das bei der Sanierung einer Hauswand heruntergerissen worden war. Die Wohnungsbaugesellschaft Westerstede hat ihn damit beauftragt und Francesca Asplund hat sich in das Meer von Steinchen vorgewagt. Eine Galerie, ein Künstler und viele kleine Steine. Haben Sie sich beim Vorbeigehen auch schon mal gefragt, was in dem ehemaligen Kleidungsgeschäft am Markt passiert? Ich bin mal hineingegangen und habe mich mit dem syrischen Künstler Rodi Khalil getroffen. Diese kleinen Steinchen, genauer gesagt über 25.000 einzelne Plättchen, waren einmal ein Mosaik, das ein Westersteder Wohnhaus schmückte. Das Mosaik mit dem Titel Pferde stammte vom Künstler Georg Schmidt Westerstede und wurde bei Sanierungsarbeiten zerstört. Nun hat Rodi Khalil die schwere Aufgabe, das Mosaik wieder zusammenzusetzen. Gar kein so leichtes Unterfangen, wie er mir vor Ort erklärte, denn für eine solche Restauration sind viel Fingerspitzengefühl und vor allem Geduld vonnöten. Ich kann kleiner machen und zusammensetzen. Es gibt ein paar Steine, bleibt so wie das, aber die andere muss kleiner machen. Angefangen war der ehemalige Bühnenbildner am 1. Februar. In mühevoller Kleinarbeit hat er erst einmal die Steine gesäubert und von dem alten Putz befreit. Anschließend hat er die Steinplättchen nach Farben sortiert. Mit kleinen Steinen kennt sich der Künstler übrigens sehr gut aus, denn er war bereits in Syrien an der Restauration des größten Mosaikes der Welt in der Stadt Hama beteiligt und stellt auch selbst Mosaike aus Natursteinen her. Eines seiner Werke schmückt zum Beispiel die Küche eines Scheiches, für den er 14 dieser Fische herstellte. Aber auch größere Werke wie die 3x1,60 Meter großen Pferde oder diese Palmenlandschaft stammten aus seiner Hand. Doch nun wieder zurück zum Westersteder Mosaik. Ganze 30% konnte Rodi Khalil bis jetzt schon wieder zusammensetzen. Um die richtige Anordnung nicht aus den Augen zu verlieren, orientiert sich der Restaurator an einem Poster, auf dem das Original des Mosaiks abgebildet ist. Die Steinchen wurden von ihm mit wasserlöslichem Kleber mit der Vorderseite auf eine originalgroße Papiervorlage geklebt. Das Platzieren der Teilchen ist eine knifflige Puzzlearbeit. Immer wieder muss er zu einer Lupe greifen, um die Anzahl der Steinchen zu überprüfen. Neben seiner Arbeit mit Mosaiken malt Rodi Khalil auch eigene Bilder mit Naturfarben. Seine Bilder sind faszinierend und haben eine ganz eigene Symbolik. Meine Bilder beschäftigen sich mit der Schönheit unserer Kultur, besonders unserer Mythen. Aber sie zeigen zugleich auch Trauer, Hunger und Unterdrückung. Meine Bilder zeigen auch Elemente vielfältiger Kulturen, denen der Assyrer, Meder, Mara, zu deren Nachfolgern wir Syrer gehören. Die reiche Symbolik, die in ihnen steckt, und ihre Geisteswelt möchte ich auf die Gegenwart übertragen. Dieser Reiz steht hinter meiner Malerei. Ich hoffe, Sie haben nun eine Vorstellung, was in der kleinen Galerie am Markt so passiert. Bis das Mosaik ganz fertiggestellt ist, wird es allerdings noch einige Monate dauern. Die Galerie von Rodi Khalil befindet sich übrigens direkt auf dem Westersteder Marktplatz und man kann ihm dort auch bei seiner Arbeit zuschauen.